Ja, jetzt sind sie auf einmal wieder da. Aha. Nein. Nein. Sag bloß, jetzt kommt die Puppen. Weißt du, die gleiche Mission wie bei den Puppen. Okay. Okay, gut. Ja, okay. Auf jeden Fall werden wir dann mehr auftauchen. Ja, ja, ja. Ich kann auch immer ja sagen, damit die Zeit überbrückt wird. Während ich lese, da kann ich immer ja, 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 ja. Aber die reden auch so viel und sie reden. Also das ist wirklich schwierig zu lesen und also zu lesen und gleichzeitig zu reden. So, ich bin zwar ein bisschen multitaskingfähig, aber ja. Okay. Es ist genauso wie die Puppenmission aus dem Storm 2. Siegende Kopien. Okay, ja, B haben wir schon abgeschlossen. Ich werde auch gleich mal, ja, Chakra-Fragment. Ich werde auch gleich mal schauen, da können wir auch gleich zu dem Frosch gehen. Ja, wo sollen wir denn hier vielleicht so? Ereignis vielleicht? Steckbriefliste. Okay. Okay, ich bin Killaby aus in den Knorr aufgetaucht. Eine Satzung über den Schildkröteninsel. Okay, hier überall haben wir Leute stehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Hallo sagen. Und erstmal hier so ein paar Chakra-Fragmente einsammeln. Das geht natürlich auch. Zack. Das Geld. Ja, das Geld nehme ich auch mit. Ich werde es nicht immer mitnehmen, weil wir haben jetzt mittlerweile so viel Geld, da bezweifle ich, dass wir noch mehr brauchen. Ich will die umstoßen. Naja. Jedenfalls bin ich gespannt, welche Charaktere wir jetzt vom Frosch kriegen. Und nein, soweit war ich bei meinem anderen Spielstand noch nicht. Ich wollte mich ja nicht ganz komplett spoilern. Okay, hier und jetzt können wir mit ihm reden. Hallo, Gekomatsu. Ich bin auch schon hebelig. Sehr golden. Und dann dürfen wir nochmal. Naja, kommt drauf an, was für Charaktere wir jetzt kriegen. Okay. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Okay, ich gehe nicht nochmal hoch. Nee. Nein, nein, auf keinen Fall. Also wegen denen gehe ich jetzt nicht unbedingt hoch, weil ein Puppenspieler kann ich eh nicht spielen und der da, ja, seien wir mal ehrlich, da ist auch immer nur dasselbe, da kann man ja nur eine Sache machen und die will ich euch im LP auch nicht antun. Von dem her, nee, pfeifen mal drauf und gehen einfach runter. Und ich würde sagen, nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Chakra-Fragmente kann man jetzt gerade zur Zeit ja nicht genug haben. Und, oh, mich wundert's, da war sonst immer was drin. Hier das Massengeld-Dingensen, wo immer 200 Trio rauskommen oder 300 oder 400. Naja, auf jeden Fall nicht weniger als 100 bei mir. Und das Wichtigste natürlich. Wo ging's da nochmal hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Wo ging's nochmal dahin? Zeig's mir. Ach ja, genau. Hier geht's dahin. Stimmt. Ich würde sagen, reden wir doch mal mit den Leuten hier. Ja. Ja, sie sind. Ich bin immer. Ja, ich bin da Stammgast, falls du es noch nicht weißt. Iruka, ich warte immer noch drauf, dass er mich zum Nudelessen einlädt. Nein! Na, no, ich dachte jetzt schon, ich habe mir gerade schon wieder so gefreut. So, er lädt mich zum Nudelessen ein. Aber nee, zu früh gefreut. Er lädt mich nicht ein. Ich bin ja kurz davor zu weinen, deswegen. Oh, da ist. So, ich bin gerade am Überlegen, was wollen wir denn überhaupt machen? Ich würde sagen, reden wir erstmal mit der. Ja, klar will ich mich teleportieren und nämlich nach Sunagakure, das Dorf unter dem Sand. Da schulden wir nämlich noch, wenn ich mich recht entsinne, einer Frau ihren Lieblingskamm, den wir gefunden haben.
Ja, wie so ein Zug, der vorbeifährt, so tschuk, 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 tschuk. Ja, sagen die jetzt was anderes? Nee, nee, die hatten wir, also die, es ist ja ein Mädchen, die hatten wir schon mal. Ich bin schneller, also ich bin nicht schneller als so ein kleines Kind oder wie jetzt. Ja, das ist ja, ja, na doch, jetzt habe ich es am Schluss noch überholt. Ja, war schon knapp, Naruto. Achso, das waren die Zeichen von der Karte. Ich dachte mir gerade, sowieso haben die Fragezeichen über dem Kopf. Hallo, Frau. Ja. Also, ich bin gespannt, was die jetzt sagt. Jetzt wird's gesagt. Nein. Ja, dann hatte ich doch recht. Irgendwie spielt sich bei mir gerade voll die epische Musik ab, so in meinem Kopf, so dumm. Naja, ich will jetzt hier nicht zum Summen anfangen oder sowas. Ja, sie war schwanger? Ja. Wahnsinn. Also, ja, die war da erst 8 oder sowas. War Wahnsinn. Naja. Kushinas Kamm? Was? Aber, nee, das gibt's ja nicht. Ich freue mich ja für Naruto, also wirklich. Jetzt habe ich den Kamm seiner Mutter bekommen. Und wir haben Kushinas Kamm bekommen. Und billige Wundsalbe, ja, deswegen habe ich den eigentlich nicht gemacht. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob das Kushinas Kamm ist oder nicht. Und weil es ein Quest vom Spiel ist. Aber, naja, naja, naja. So, ich glaube, ich werde nochmal hier kurz rumschauen. Also so eine kleine Überwachungsrunde machen. Und mir fällt auf, ich habe schon wieder etwas vergessen. Ich glaube, hier drin war ich noch gar nicht. Oder doch, da war doch das Falken-Office, oder? Ja, genau. Mir fällt ein, dass ich was vergessen habe, nämlich... die Freundesliste. Wir werden nochmal ein paar Briefe schreiben. Und zwar mit lustiger Musik. So im Hintergrund mit so ein paar Rasseln. Und sie, wie die antworten, das ist... so, das ist der neue. Ja, ja, ich habe schon recht, ist klar. Ja, also... entspann dich einfach. So, chill dich mal. Pack dich in die Ecke und... mach weiß, was weiß ich was. Will ich eigentlich gar nicht so genau wissen, was du dann da treibst. Ja genau, iss was Leckeres. Geht auch. Genieß einfach deine Reise. Hätte ich nicht besser formulieren können. Und Tenten, du Modeprinzessin. War klar. Ja, ich wollte mich nur bei dir einschlemmen. Ja klar. Leuchtend orange. Ja. Ja, ich will aber nur das andere auch mal schauen. Nee, nee, also ich glaube... nee, nee, nicht wirklich. Also ich glaube, das kommt besser. Also für mich jedenfalls, also weil Frauensachen anzuziehen, tue ich mir nicht wirklich an. Ja, war klar, dass du dich freust. Und ja, ich betrachte dich auch als Freund, aber nicht so wie Sasuke. Sasuke ist halt... du hast doch Freunde. Genau, buschige Augenbraue. Ja, ich mag Lies Spitznamen. Mhm, ja, also alle mögen mich, kriegen so... also herzen mich sofort. Ja. Genau, also... Lady Hinata. Warte, was ist da? Nee, nicht wirklich. Also ich würde lieber sagen, das hier, weil das andere ist, naja, nicht unbedingt höflich. Die Japaner sind ja so... ja. Weißt ja, immer höflich. Gleich am Boden schmeißen, wenn man sich bedankt. Sowas halt. Also Vorurteile, was man halt so in Animes sieht. Sieht, nicht sieht. Also mein Deutsch ist natürlich wieder 1A, einwandfrei.
von allen zu beneiden und so weiter und so fort. Kennt ihr ja auch schon. Na, Chakra-Fragment. Mit den Leuten habe ich hier überall schon geredet. Daher, naja, ich glaube, ich sollte wieder mit meiner normalen Stimme reden und nicht mit dieser hier. Oh, hallo, Gara. Ich schau nur noch mal kurz hoch. Hier, so, bisschen. So, da ist wieder Baki und, boah, zigtausend Chakra-Fragmente. Passt gar nicht zur Hintergrundmusik. Wahrscheinlich habt ihr jetzt, also spätestens jetzt, wenn ich schon bei einer der späteren Folgen war jetzt eigentlich eher ein Versprecherer. Wahrscheinlich habt ihr da eh schon Ohrenkrebs bekommen, von dem her ist es wahrscheinlich eh schon zu spät für euch. Tut mir leid, es ist zu spät. Nein, ich will eigentlich dir keinen Gefallen tun. Was? Okay, wenn es darum geht, Freunde zu beschützen, bin ich immer dabei. So, wen soll ich verprügeln? Wen soll ich verprügeln, wie gesagt? Ja, klar ist er berühmt, er ist ja auch der Kasekage, wie du es eigentlich schon erwähnt hast. Ja, Ich bin ein kleines Mädchen, das Angst vor dir hat. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst vor Timara. Timara. Genau, Timara. Ja, steht da oben auch ganz groß, Timara. Okay, ist gebongt. Wo ist Kankuro? Ja, okay. Ja. Okay. Dann habe ich wohl Gara als Partner jetzt. Nee. Nenne mir dein Begehr. Ja, okay, du bist ein Fan, da lass ich mal ein Auge zugehen. Hey, das ist ein Fan. Ja, das ist ein Fan. Hallo, Demare, das ist ein Fan. Ja, ja, schon. Nein, ich habe den Auftrag vermasselt. Nein. Ja, nee. Jetzt bin ich sauer auf dich. Jetzt bin ich erst recht sauer auf die Mari, weil der so ein... Das kann ja keiner angehen hier. Nein. Aber ich würde sagen, wir haben neue Briefe bekommen. Das ist schön und gut. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Hauptmenü, denn ich will wissen, was da sonst noch passiert, wenn wir es richtig machen. Dann dürfen wir halt dem Fan nicht zu Gara reinlassen. Also, meine Güte. Ich möchte wirklich gerne den Dialog sehen. Dass die Mari mal ein Lob, das kommt wahrscheinlich eh nicht vor. Also, nicht, dass ich es unbedingt brauchen würde, aber ich möchte schon einen 100% Run machen. Also 100%. Ja, mit meinen Spielkünsten eh nicht. So, müssen wir jetzt die Briefe nochmal alle beantworten? Oder nicht? Oder schon? Oder nicht? Oder schon? Oder... Ja, müssen wir. Dann würde ich... was war nochmal? Entspann dich einfach, habe ich vorhin gedrückt. Das ist jetzt einfach nochmal das Prozedere. Also könnt ihr euch jetzt zurücklehnen und einfach... Neji und Hinata. Genau. Das war da und da war ich. Nein. Knallorange, leuchtend orange, ja, das geht auch. Und bei Sai war es, glaube ich, das, also, ach Mensch. So, da war es, du hast Freunde, genau. So, genau. Nee, nicht dahin. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt hin. Toichi, Pilze, Seetang und Salz bringen. So, also, da machen wir den Quest nochmal, den kleinen hier. Und lassen niemanden zu Gara durch. Keinen einzigen. Sonst gibt's auf Schnauze, weiß schon. So, das kann ich jetzt mal... Nein, ich wollte das Chakra-Fragment. Das kann ich jetzt mal alles überspringen.
Ja, wir nehmen den Auftrag an und dann, wenn die Kleine kommt, dann lassen wir ihn natürlich nicht durch, weil Gaara ist ja unser Freund. Wir wollen ihn ja beschützen, auch wenn sie ein Fan war. Naja, ist ja auch wurscht. Dann sind wir eben das Arschloch, das alle wieder wegschicken muss. Also, ja, genau, geh weg da, schleich dich. Nein. Ja, nee, nicht unbedingt. Ja. Also, nein, immer nein. Geh weg. Nein. Jodi. Nix da. Nee. Nein! Niemals! Ja, würde ich auch mal sagen. Also das kann ich ja gar nicht, aber also bei dem habe ich ja gar keine Bedenken, dass ich den wegschicke. Wer mich bestechen will, da gibt's gleich auf Schnauze. Also, das geht schon mal gar nicht. Alter, Kankuro! Nein! Also, nee, gar nicht. Nein, du darfst nicht durch. Ja. Ja. Ja, und jetzt kommt's. Okay, jetzt kommt's. Und dann gibt's auf Schnauze. Also, los. Aber nein, es ist ein Puppenspieler. Nein. Nein, ein Puppenspieler. Oh, Gnarf. Mit epischer Musik im Hintergrund. Mir gefällt dir die Sunagakure Musik. Ich bin immer froh, wenn ich... Oh. Hier könnten wir vielleicht noch ein paar Bombenkugeln hochtun. Bombenkugeln. Hier. So, dann können wir den Kampf auch schon beginnen. Ich muss ja sagen, ich habe ein wenig Angst um mich. Also um Naruto oder... Nein, Orochimaru. Okay, ich habe keine Angst um Orochimaru. Aber es ist ein Puppenspieler. Ich hasse Puppenspieler. Also 8-mal erfolgreich. Ich glaube, du hast wohl einen Sockenschuss. Ja, okay, dann komm. Ja, komm. Ja, los geht's. So, dann... Nein! So, ja, geh weg. Zack. So sieht's nämlich aus hier, mein Lieber. Da kann ich hier auch gleich nicht das machen. Aber ich kann dich wegschlangeln. Also schlängeln oder was weiß ich. So, also ich hab's bis jetzt 5-mal gemacht. Das darf ich nicht vergessen. Und natürlich werde ich ihn nochmal schlagen hier. Ganz kurz mit ein paar Kombis. Bevor die hier zurückkommen... So, nochmal die nach unten Kombi. Und komm, los geht's. Mach deine Dinger. Mach deine Sperenzchen mit mir. Na, komm halt. Hallo. Na, du sollst jetzt nicht irgendwie. Hallo, komm. Jetzt. Ich glaube, der will mich verarschen. Komm. Ja, endlich. So, da will man mal, dass er einprügelt und dann kommt nichts. Dann ist leere Hose oder was? Also, das geht ja mal gar nicht. So. Nein, du kommst mir nicht davon. Und jetzt nochmal kurz die Luftkombi. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Also, dann ist leere Hose. Wie gesagt. Und hier nochmal einpacken. Und dann ist er auch schon weg. Mich wundert es ja immer, wenn ich beim Kämpfen ein bisschen ruhiger werde, ob ich da nicht irgendwas unternehmen kann, aber ich glaube bis jetzt noch nicht. Da bin ich einfach noch ein bisschen zu unerfahren dafür. Da muss ich noch ein bisschen üben zu reden und was weiß ich, und ich verhaspel mich auch noch oft. Das merkt man ja schon, aber ich glaube, das ist jedem Let's Player mal passiert. Und, also, was heißt mal passiert? Also, ich meine, als er angefangen hat. So, ja, da. Schau's mal an.
So, falsche Gankudo auf die Schnauze gegeben. Ja, ganz schön, Schlauch, ganz schön, Alter. Nein, du darfst nicht durch. Wer ist Michan? Nein, ich kann dir helfen. Also, Legende. Ich helfe dir suchen. Genau. Ja. Was? Ja, also, ja, genau. Da kriege ich ja gleich mal einen Rappel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, rennen! Schneller! Rennen! Naruto! Ah, nein, im Laden wird sie wohl nicht sein. Nein! Rennen schneller! Los! Los! Wow, ich denke mal, sie ist da oben. Also, hier oben ist sie... nicht oder schon oder nicht oder schon oder Ladebildschirm. Da ist die Katze, ich wusste es. Tja, ich bin gut. Weil, also, ich hab's hier oben vermutet, weil da schon nichts ist. Also von dem her. Ja, innerhalb von 20 Sekunden. Also Sekunden. Miau. Mhm. Da miau dich mal schön weg hier. Kasega Gegara hat was zu erledigen. Ja, ja. Was? Ja, 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 ja. Die wollten mich bestimmt nur überprüfen. Ja, ja. Dada! Beschütze mich vor Temari, die ist böse. Ja, danke. Das geht runter wie Öl. Ja. Halt, das kann man falsch verstehen. Das kann man wirklich falsch verstehen. Dass der Blick Reaktionen auslöst, also, nee. Wieso denke ich immer zweideutig? Ich weiß es nicht. Ja, danke gerade, dass du mich vor Temari beschützt. Wie panisch, ich bin zielstrebig nach oben gerannt. So schaut's aus, mein Lieber. Ja, ja. Ja. Okay. Geschafft, aber Temari wollte uns schon wieder anmeckern. Also, wie gesagt, ich habe schon vermutet, dass die uns eh nichts machen lässt. Herzt sie uns jetzt? Ja, sie herzt uns. Ist ja schon mal gut. Ja. Also, tschüss. Ich werde gleich nochmal hinterher rennen. Vielleicht haben sie ja noch einen Quest für mich. Ja, ganz schön. Das kann man wiederum auch wieder falsch verstehen. Und das ist wirklich... naja. Hier waren wir, dann gehen wir mal hoch. Und schauen, vielleicht haben wir noch einen Quest, den wir erfüllen können für Gaara oder Temari. Auch wenn ich vor Temari Angst habe, immer noch. Nach wie vor. Außerdem haben wir noch ein paar Briefe, die wir noch einlösen müssen. Beziehungsweise die wir beantworten müssen. Oder... Nee, Schmarrn. Die Briefe für die Verschwundenen haben wir ja schon alle. So, ich würde aber mal sagen, wir beantworten jetzt die Briefe... Ja, nein, nicht eigenes Details, sondern Freundesliste. So sieht's aus. Haben es kein anderer geschrieben? Nee, leider nicht. Nicht mal Gaara. So, mal schauen, ob sie das... Ja, so sieht's aus. Ja, genau, hätte ich auch gesagt. Genau, Okay, das war die Schlussantwort. Da hat sie mich ja ganz dolle geherzt. Und Lee herzt mich bestimmt auch. Der hat mich jetzt zu Ende geherzt, also irgendwie finde ich das immer noch komisch. Ja, hätte ich auch gesagt. Und hier, Neji. Der herzt mich bestimmt auch gleich wieder. Ja, er herzt mich auch. Und... ja... Ablehnung. Hätte ich auch gesagt, ja. Und Sai wird uns bestimmt auch gleich wieder herzen. Da war es eigentlich schon fast klar. Aber er hat eine ganze Menge Freunde und das ist alles, was zählt. Ja, gib dein Bestes, Sai.
So, dann haben wir das auch schon, wurden von ein paar Leuten extremst geherzt. Und Lee ist, ich glaube, der steht schon ein bisschen auf uns. Der, ja, ist halt Lee, da kann man nichts machen. Da ist, und der Froschstein hat sich verändert. Welche Farbe jetzt? Grün, grün-blau. Oder gelb? War da gelb auch dabei? Weiß ich gar nicht mehr. So, ja. Gekomatsu, den melden wir jetzt nicht. 2000 haben wir jetzt. Geht. So, dann werden wir jetzt noch irgendwas tun. Was weiß ich noch nicht, aber irgendwas werden wir schon finden. Und wenn's auch die Puppen bekämpfen ist. Außerdem haben wir ja noch ein paar Quests übrig. Du kommst nicht vorbei. Na, verdammt. Ich wollte eigentlich Mist sagen und verdammt gleichzeitig, dann kommt Fist raus. Das ist, naja, das kann man auch missverstehen. Bist du die Dame, die mich rumteleportiert? Ja, ist sie. So, dann hätte ich mal gesagt, wo gehen wir hin? Tagungsort des 5K-Gipfels, Schildkröteninsel, Kumogakure. Also, Schildkröteninsel nicht. Tagungsort der 5Kage oder Kumogakure. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zum Tagungsort des 5Kage-Gipfels. Da waren wir ja schon mal so ein bisschen. Oder auch nicht. Da ist bestimmt irgendwer Böses. Ich kann das Böse spüren. Ich fühle es in meinen Nuggets. Aber ist schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen kaputt aus hier, so zum Beispiel die Säule. Ach, dieses Handbuch haben wir gefunden. Da mache ich einfach mal alles kaputt, einfach aus Prinzip. Dann passt auch zum Rest der Gegend, sieht man ja, da ein Loch in der Wand. Ist nicht unbedingt allzu schön, aber naja, was soll's, da Steine auf der Treppe, das geht gar nicht. Also, wer hier einzieht, na bitteschön, der hat was zu tun. Dann rede ich erstmal mit denen hier. Bist du ein Fake? Nee, es ist anscheinend kein Fake. Bist du ein Fake? Nee, bist du ein Fake? Na, anscheinend auch nicht. Und du bist auch kein Fake, oder? Satte, doch. Ja, Satte sage ich auch immer. Das sagt doch Kabuto, wenn er seine Special Attack einsetzt. Und wir kriegen wieder Briefe. Ja, los geht's. Ich finde die Vögel immer so süß, so klein und putzig, so. Dann kommt, dann fliegen sie mal weg. So. Naja. Ich sollte meinen Mund halten. Wer hat uns denn da geschrieben? Ach, Gara! Ach, Mensch! Ja, habe ich einmal gemeckert, dass uns Gara nicht schreibt. Schon schreibt er wie ein Verrückter. Ja, das hätte ich ja auch gesagt. Also, ist es Gara? War mal der Einschwänzige. Also, die haben schon Angst vor ihm. Also ich glaube, das will sie nicht hören. Ich glaube, das will sie eher hören. Ja, das hätte ich wohl gesagt. Also auf keinen Fall irgendwen mit Briefen anmeckern, da ist gar nichts. Also da läuft nichts, da läuft nasse Hose. Nein, das klingt wieder falsch. Ich frag mich mal ganz kurz. Ja, ich werde auf jeden Fall sagen, dass wir das sagen werden. Ja, das ist auf jeden Fall, das klingt legitim. Und ich würde sagen, reden wir erstmal mit dem Questgeber hier. Hallo, ach, da ist er. Ach, das ist ein Porter. Mensch, ja, was gibt's denn hier überhaupt zum Holen hier? Bitteschön. Na, vielleicht später. Ach, Mensch, der... Ich kann mich hier so rum teleportieren, ist ja auch cool. Finde ich gut. Wow. Sehr geil, muss ich ja sagen. Haben sie wirklich sehr geil gemacht, dass man sich hier rum teleportieren kann. Da meint man, oh Mist, schon zu Ende und dann ist da auf einmal doch was. Also, geil, muss ich sagen. Cool gemacht. Und nein, ich dachte jetzt, komm... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt. War aber irgendwie lustig, muss man dazugeben. Irgendwie schon. So, da waren wir noch nie. Also glaube ich jedenfalls. Ach doch, da ist die Höhle, oder?
Bring, bring. Ja, da ist die Höhle. Da, wo wir mit Sakura mal durchgegangen sind. Dann kommen wir hier ins Frühlingsgebiet. Hallo? Hallo? Hallo, was bist du denn? Ah, das ist so ein Typ. Sai und Lee. Okay, gibt's auf die Schnauze. So, muhaha. So, ich nehme mal Jiraiya, der ist noch fit im Schritt. Und die anderen sind ja schon ein bisschen, lassen sich schon ein bisschen hängen. Also, beginnen wir mal den Kampf. Und geben ihn auch ein bisschen aufs Mäulchen. Ich bin gespannt, wer kämpft. Ich glaube ja, sagen wir mal, Lee kämpft. Nein, Sai kämpft, verdammt. Naja, wir haben ja schon mal gegen Sai gekämpft, aber ohne Partner. Und da können wir auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich indem, dass wir zwei der weißen Zetsus auf einmal besiegen. Dann, nein. So, geh weg hier. Die Kombis habe ich ja eigentlich schon mal gezeigt. Wow. Geh weg. Nein. Nein, geh weg. Zack. Nein, geh weg hier. Nein, ich will dir. Nein, ich will doch nur. Okamoto Shimaru. Nein. Nein. Mist. Naja, ich wollte eigentlich euch nur die nach vorne Attacke zeigen. Zack. Nein. Wo ist Naruto? Ja. Dachte mir schon, wo ist der hin? Nein, hinter. So. Und jetzt schau ich mal ganz kurz. So, ja, das könnte es werden. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber naja. So, ich wollte eigentlich das hier machen, so. Zack, komm her. Ja, so sieht nämlich die nach vorne Attacke aus. Das Packen hatte ich, ich habe doch gerade auch gepackt. Naja, ist ja, lass mal ihm mal das kleine Fünkchen der Hoffnung. Und beenden es dann mit Rasengan nicht. Dann aber jetzt, dann aber jetzt, dann aber jetzt, dann aber jetzt. So, dann aber jetzt. Also,